Moin zusammen, hier ist euer Henri. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück hier im Königreich Burgund bei unserem neuen König, dem Kindkönig Mikkel, den wir hier sehen, ein Stück weit, ja, fast übermannt oder in den Hintergrund gerückt, ob der massigen Gestalt seines Onkels und aktuellen Regenten Joffrey, dem sein Vater, ja, der jetzt vor kurzem dann am Ende des Tages doch seinen körperlichen Gebrechen und wahrscheinlich schlussendlich auch dem Krebs zum Opfer gefallen ist, ihm noch an die Seite gestellt hat. Er hat ihn für einen guten Regenten, für eine gute Unterstützung für seinen Sohn, der jetzt mit 9 Jahren König geworden ist, gehalten. Ob er das wirklich ist, das muss ich erst noch zeigen. Und das werden auch wir uns natürlich jetzt gleich in Ruhe einmal anschauen. Lasst mich vorab ein paar Gedanken nochmal teilen zum Thema Regentschaft und Kindkönig. Natürlich spielen wir als Mikkel und werden natürlich auch schauen, wo und inwiefern er Möglichkeiten hat, auch selbst schon Entscheidungen zu treffen. Vielleicht wird es irgendwelche Kind-Events oder dergleichen auch geben. Ich bin mal gespannt, freue mich drauf, dass wir jetzt eine längere Phase eigentlich haben sollten, wo wir ein Kind als Herrscher erleben können, ist bisher noch nicht der Fall gewesen. Es gibt aber auch zumindest nicht dieser längere Zeitraum. Es gibt aber natürlich auch so übergeordnete Entscheidungen, so etwas wie Besetzung des Rates, andere Events, die auftauchen können, die definitiv nicht ein 9-jähriger König irgendwie wird entscheiden können oder beziehungsweise dort schon die alleinige und vollständige Entscheidungsmacht haben wird. Da werden wir dann uns versuchen, in die Lage und in die Situation und in den Charakter von Joffrey hinein zu versetzen, um zu schauen, wie würde er denn entscheiden, was würde er denn tun und inwieweit würde er seine Regentschaft nutzen und ausgestalten. Das wird aber so ein klein wenig die Zeit zeigen. Dementsprechend werden wir uns natürlich jetzt Joffrey und seine Charaktereigenschaften nochmal etwas genauer anschauen. Ähnlich so, wie es schon zu Beginn einer neuen Regentschaft auch bekannt ist, aber natürlich werden wir uns auch Mikkel nochmal anschauen. Allerdings ist es so, dass wir über Mikkel selber noch nicht so viel wissen. Wir wissen nur, dass er leider die Kraftlosigkeit seines Vaters geerbt hat, also auch sein Körper sieht dahin, was ihm Schmerzen bereitet und ihn schwächt. Ansonsten gilt er aber als reizendes Kind. Viel mehr wissen wir von ihm noch nicht, außer natürlich, dass er König von Burgund, der Dauphin von Vinoir und der Graf von Leiden ist, im Grunde so, wie es sich für ein König aus dem Hause derer de la Côte gehört. Sein Bruder, der junge Gautier, jetzt 4 Jahre alt, hat auch einen Regenten, der Bürgermeister von Aix. Er ist nur zierlich, also dort ist im Grunde der körperliche Malus seines Vaters auch durchgekommen, aber ein wenig abgeschwächt. Und ich denke, man dürfte fast die Frage stellen, klar, unser Mikkel ist König, aber wer hier eigentlich der Mächtigere ist? Denn er ist Herzog der Provence, Graf von Vincennes der Provence selbst von Forcalquier und auch der Baron von Marseille. Also hat im Grunde 4 Grafschaften zur Verfügung, während unser Mikkel nur eine hat. Von ihm ist natürlich auch mit seinen 4 Jahren noch nichts bekannt, außer dass er irgendwie ein nachdenkliches Kind zu sein scheint. Ansonsten gibt es noch die Schwester, Prinzessin Brigida. Sie wird die zukünftige Herzogin, die Infantin von Galizien werden. Schauen wir dann also nochmal auf Joffrey, den, wie gesagt, unser Vater für einen guten Regenten hielt. Er hatte eine ganz gute Meinung von seinem Bruder, anders als von seinem Bruder Prinz Macau. Allerdings ist er faul. Also er entscheidet sich zumeist für den Weg des geringsten Widerstands. Und das ist natürlich eine Eigenschaft, die ist wichtig, wenn wir uns ihn als Regent anschauen. Er ist also niemand, der irgendwie, schön ist auch, dass Faulheit sich gerade die Reisegeschwindigkeit um 10 reduziert. Also er ist sicherlich niemand, der jetzt irgendwie aufsteht, hier den Aufstand irgendwie plant oder wagt, aber auch niemand, der von sich aus jetzt groß die Initiative ergreift. Ich denke, wir können ihn definitiv mehr als reaktiv als aktiv bezeichnen. Er ist außerdem unersättlich. Er will einfach alles, hier bezieht sich das aufs Essen, er will einfach alles essen. Ich weiß nicht, ob er vielleicht
ja, so die Schatzkammer zumindest mal ausnutzt und vielleicht mal ein ausschweifendes Festmahl gibt oder so etwas, an dem er sich richtig schön satt essen kann. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Und wie so viele Delacote vor ihm und wie auch sein Bruder und sein Vater ist auch er schüchtern. Das heißt, er ist jetzt auch, das spricht dann natürlich wieder gegen ein Festmahl, ehrlicherweise, würde sich wahrscheinlich eher im Geheim und alleine den Wanst vollschlagen. Also auch er ist eher zurückhaltend und zieht es vor, den Umgang mit anderen Menschen zu meiden. Also kein outstanding Charakter im wahrsten Sinne des Wortes. Mal schauen, wie er sich als Regent machen wird. Ja, viel mehr können wir mit Mikael aktuell tatsächlich auch nicht vorbereiten. Was wir uns vielleicht nochmal anschauen sollten, wären wäre einmal das Inventar, dass wir uns auch das nochmal angucken. Ja, und ein Stück weit überlegen, was würde er als Kind denn jetzt auch nutzen oder tragen. Also ich denke, dass man ihn sicherlich noch nicht mit einer Waffe spielen lassen wird. Und er wird auch, also natürlich wird er sicherlich in der Kriegsführung unterrichtet werden, aber dass er jetzt regelmäßig eine Waffe trägt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ebenso wird er in die Rüstung erst hineinwachsen müssen. Was ich mir auf der anderen Seite, ach, das waren die Kronen, hier sind die Insignien, dass er zu zeremoniellen Anlässen die Insignien Burgunds auch als Kind schon mal trägt, das kann ich mir durchaus vorstellen. Entsprechend können wir die behalten. Bei den Schmuckstücken legen wir erst nochmal alle ab und schauen dann, welche denn passen würden und welche als Kind vielleicht getragen werden könnten. Also, dieses berühmte Buch, was irgendeiner seiner Vorfahren geschrieben hat, wahrscheinlich nicht. Das Handbuch der Sprachen vielleicht, um Sprachen zu lernen. Seinen eigenen Milchzahn als kleinen Glücksbringer vielleicht. Eine uralte Tafel, ein Hirschgeweih, eine Architektenzeichnung, Reißzähne eines Wolfes. Vielleicht kann man mit denen spielen. Eine Hasenpfote, hier haben wir noch ein Handbuch der Sprachen. Noch mehr Edelsteine. Ja, so ein paar ungeschliffene Edelsteine vielleicht auch zum Spielen. Kann ich mir vorstellen, dass er das als Schmuckstücke trägt. Dann schauen wir nochmal auf den Königshof und ich denke, da sitzt er auf seinem Thron. Hier wird er selber erst einmal nichts verändern, sondern die Dinge einfach so belassen, wie sie sind, und da wird auch Joffrey jetzt irgendwie zu faul sein und keinen Anlass sehen, dass er hier irgendetwas ändern sollte. Okay, damit haben wir das getan. Wir sehen Ausbildungsschwerpunkt Ränkespiel. Das ist auch schon mal sehr interessant. Wobei, ihr wisst, Ausbildungsschwerpunkt, wir interpretieren das als eher so eine zufällige, natürliches Talent, eine angeborene Eigenschaft, so etwas in der Form. So interessant wird es jetzt vielleicht beim Rat, denn der Rat ist sicherlich etwas, was er selbst jetzt nicht wirklich besetzt, sondern wo wir schon überlegen sollten, ob es da irgendjemanden gibt, den Joffrey in besonderer Form irgendwie berücksichtigen würde oder ob sich der Rat ein Stück weit auch selbst besetzt. Ich meine, er ist faul und schüchtern, niemand, der sicherlich irgendwo die Stirn bietet. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, eben in so einer Situation auch eines jungen Kindes, dass der Rat sich tatsächlich ein Stück weit selbst besetzt, und zwar durch die Mächtigen des Reiches. Dementsprechend schauen wir mal jeweils die erste Person, die eine Mächtige im Reich ist, dass wir dort den Ratsposten besetzen. Das ist die Gräfin als Ratskanzlerin und sie soll sich um heimische Angelegenheiten kümmern. Das ist weiterhin der Graf von Weihingen als Kämmerer. Er soll Steuern eintreiben. Hier beim Ratsmarschall kann ich mir auch vorstellen, dass ihn jemand Mächtiges aus dem Rat drängt. Es gibt niemanden mehr, doch es gibt hier diese Herzogin noch. Die Herzogin von Trans...
Uranien, die allerdings auch völlig ungeeignet ist. Er wäre noch ein ganz guter Ratsmarschall. Ja, da werden wir ihn mal einsetzen. Wo ist er denn hier? Wir werden mal tauschen. Und hier, jetzt hatten wir sie eben schon oben. Er wird damit entlassen werden. Ich denke, er soll mal die Leibgarde anleiten, um hier den jungen König zu schützen. Und als Spitzel suchen wir dann auch jemand. Es kann natürlich sein, dass es hier gar keinen Mächtigen mehr gibt. Naja, Joffrey selbst. Er gilt interessanterweise nicht als mächtiger. Ja, und ich meine, er ist ja auch Regent und faul, ne? Will er wirklich selber in den Rat? Er hat ja nicht als Regent genug zu tun und schon genug Verantwortlichkeit? Ja, ich denke schon. Dann schauen wir mal auf die Vasallen. Können wir die nach militärischer Stärke, sind sie schon sortiert? Die Herzogin, Herzog, der ist selbst noch ein Kind, die Gräfin haben wir. Hier die Gräfin von Forêt, hier ist sie. Sie werden wir dann zuweisen. Sie ist zwar offiziell keine Mächtige, aber sie werden wir als Ratsspitzelin zuweisen und haben dann auch diese Aufgabe erfüllt. Dann denke ich bei den Höflingen und den Hofämtern. Gibt es erstmal auch niemanden, also auch da wird sich Joffrey nicht die Arbeit machen und auch irgendwie jetzt keinen Grund sehen, weshalb er hier neue Aufgaben zuweisen sollte. Ein persönlicher Streiter vielleicht, falls Konrad von Salm. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Und gleichzeitig sollte dann der junge König doch auch nochmal einen weiteren Leibwächter bekommen. Und das, auch das kann Konrad machen. Gut, ansonsten schauen wir, ob es irgendwelche... Er lernt noch eine Sprache von seiner Mutter. Irgendwelche Druckmittel oder Geheimnisse gibt es nicht. Ja, und damit haben wir ausnahmsweise schon mal relativ schnell alles erledigt, was wir zu Beginn jetzt hier der Regentschaft des jungen Mikael zu tun haben. Wir sehen jetzt hier, dass offensichtlich die Entscheidung unseres Vaters, unseren Onkel hier zum Regenten zu machen, nicht besonders gut war. Er ist jetzt egoistisch, er galt, glaube ich, als treu oder dergleichen. Jetzt ist er egoistisch, das heißt, er hat ehrlicherweise mehr seine eigenen Ziele im Sinn. Und seine gesamte Eignung ist eigentlich auch schrecklich. Schauen wir mal, wie er sich macht. Er soll die Schatzkammern füllen. Das ist das, was er als Verwalter vielleicht auch, wenn überhaupt, am ehesten kann. Außerdem sind wir hier auch an einem Verwaltungshof. Auch das passt ganz gut. Ja, damit haben wir, wie gesagt, alles getan, können die Zeit schon weiterlaufen lassen und können schauen, was sich jetzt entwickelt. Welch Freude ist es, ein Sohn eines so vorbildlichen Dieners Gottes zu sein. Welch Begeisterung ich in meinem Herzen verspüre, wenn ich höre, dass sich jeder auf meinen Vater als Leitstern des Glaubens bezieht. Priester ebenso wie fromme Katholiken verehren seine Tugend. Ja, seine Nachsichtigkeit vielleicht. Ich frage mich, werde ich demütig im Schatten meines Vaters bleiben oder werde ich in meinem eigenen Leben eine gleichwertige Frömmigkeit, okay, will aufopferungsvoll werden, erreichen oder gar übertreffen? Wird die Gnade Gottes in mir so sichtbar sein wie in ihm? Eines Tages werde ich so sein wie ihr, Thibaut. Zwielicht
heißt dann mehr Frömmigkeit, aber auch mehr Anspannungszuwachs. Und Abenddämmerung heißt weniger Frömmigkeit, dafür reduzierter Anspannungszuwachs und erhöhter Verlust. Das ist die Frage, nimmt das eher ehrgeizig hin oder schaut er auf seinen Vater, ist froh, dass er so einen frommen Vater hatte, hat aber nicht das Ziel, ihm nachzueifern. Aber welcher Sohn in der Situation hat nicht das Ziel, seinem Vater vielleicht nachzueifern? Ich denke, er wird schon versuchen wollen, so zu sein und so zu werden wie sein Vater. Und es gibt jetzt schon eine Fraktion. Ernsthaft? Unser fauler Regent hat jetzt schon eine Fraktion geschaffen, das gibt's ja nicht. Oh mein Gott. Wen hat unser Vater uns da beiseite gestellt? Und es gibt auch schon eine mächtige Fraktion, das ist hier die Lehnsautorität reduzieren will. Eieieiei, derweil gibt's noch bei Hofe etwas. Von morgens bis abends betrunken. Mein Höfling Estefania war wegen ihrer Eskapaden im betrunkenen Zustand schon früher oft Gegenstand des Hoftratschs. Doch in letzter Zeit scheint sie sich auf bislang Beispielloses zu kaprizieren. Sich am Vormittag zu betrinken, im Hof der Burg einzuschlafen, am Nachmittag in die Taverne zu stolpern. Ich dachte, das war unsere Mutter im ersten Augenblick. Und am nächsten Tag mit ihrem Kater in den Ställen aufzuwachen. Das verkommene Verhalten von Estefania ist einfach eine Peinlichkeit für alle, die in Leiden leben. Estefania, eine Tochter der uns sehr bekannten Blanka, verheiratet mit unserem Hoftutor, der warum auch immer geistige Kleidung trägt. Ja, und das ist aber natürlich jetzt so eine Entscheidung, die Joffrey trifft. Sie kann im Kerker ausnüchtern. Ein ernstes Gespräch wird er sicherlich eher nicht mit ihr führen. Wir könnten sie zur Hofnarrin machen, weil sie sich wie ein Trottel aufführt. Oder sollen sich die anderen über sie lustig machen? Ich lache einfach mit ihnen. Ja, ich finde, das passt am ehesten zu unserem faulen Joffrey. Er wird da dahingehend nichts weiter unternehmen. Hier geht es unserem Bruder auf den ersten Augenblick ganz gut, wie es scheint. Sein Regent ist allerdings religiöser Eiferer, auch unersättlich und ehrgeizig. Also das dürfte sicherlich auch interessant sein, wie sich das entwickelt. Eine bedrohliche Gestalt. Meine Bekannte Friederike hat sich etwas Neues ausgedacht, um mich zu schikanieren, wann immer wir uns begegnen. Dieses Mal warf sie einen Kerzenleuchter um und gab mir die Schuld. Sie macht mir Angst, doch was soll ich tun? Ich dachte schon, sie ist ein Quälgeist oder dergleichen. Zumindest bin ich äußerst gut darin, mich zu verstecken. Wir könnten feige werden und dann wird sie unser Quälgeist. Ich will ohnehin den ganzen lieben Tag lang in meinem Zimmer bleiben. Okay, sie wird auf jeden Fall Quälgeist. Oder vielleicht kann ich sie ja dafür hängen lassen. Tja, es gibt jetzt hier in der Form in seinem Charakter aus meiner Sicht keinerlei Anhaltspunkte. Ja, er gilt als reizend, aber das reicht mir ehrlicherweise nicht aus. Außerdem wollen wir hier in dem Rollenspielen ja auch unsere Charaktere nicht selbst schaffen, sondern diese sollen sich ja ergeben und entwickeln. Von daher würde ich sagen, was wissen wir denn, wie Mikael in dieser besonderen Situation reagieren wird? Wir befragen die Würfel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann werden wir sehen, in welche Richtung er sich entwickelt. Und ich würfle ein 4, ein 2, 3, 4. Er möchte gerne den ganzen Tag in seinem Zimmer bleiben. Er wird faul. Immerhin noch nicht schüchtern, aber Joffrey hat jetzt versucht,
das Mandat zu fördern, allerdings erfolglos. Er hat versucht, uns Gold zu beschaffen. Eieiei. Es gibt einen wachsenden Schatten. Friederike raubt mir den letzten Nerv. Als ich an ihr vorbeigehe, stellt sie mir plötzlich das Bein. Sie lässt mich nie in Ruhe. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie muss doch zur Vernunft kommen. Wir können versuchen, auf sie einzureden, offensichtlich. Oder sie ist einfach grauenhaft. Wir müssen es hinnehmen. Tja, faul wie er ist, wird das wahrscheinlich eher hinnehmen und bekommt damit Anspannung. Jetzt gibt es einen Krieg in der Normandie. Graf Norman möchte der neue Herzog der Normandie werden. Er ist unser Onkel. So, eine Sache, die... Nee, alles gut. Ich dachte, mir war gerade spontan eingefallen, wo ich das hier mit der Seuche sehe, dass ich mir gar nicht sicher war, ob wir zuletzt wieder uns aus der sozusagen rückgezogenen Situation wieder herausbegeben haben. Das scheint aber der Fall zu sein. Die Schweren von König Guillen. Hier ist eine Seuche ausgebrochen. Oh Gott, die Schweine pocken. Sind apokalyptisch, aber auch weit weg. Ja, interessant, wie sich hier am Fluss und an den Handelsrouten Krankheiten ausbreiten. Ach, hier sind die Schweren von König Guillem. Okay, das ist ja weit weg, aber da war doch gerade noch was anderes. Französische Pocken. Bustrisches Feuer, okay. Antonius Feuer, was ist denn Antonius Feuer? Schmerzhafte Krämpfe und Kopfschmerzen, Übelkeit und Durchfall. Die unwillkürlichen Krämpfe lassen es so aussehen, als würde er tanzen, oh mein Gott. Okay, also schon etwas bei uns in der Nähe, und zwar in der unmittelbaren Nähe. Ich meine, hier ist Leiden. Aber wird unser Regent da eingreifen? Vermutlich erst einmal nicht ist zu befürchten. Hofpracht ist jetzt Stufe 4. Und die französischen Pocken breiten sich jetzt aber aus. Ein Spaziergang durch Leiden zu unternehmen scheint auf den ersten Blick ein angenehmer Zeitvertreib zu sein, doch wenn man genauer hinsieht, offenbart sich der Schrecken. Die Seuche hat diese einst blühende Metropole erreicht. Die Haut der Angesteckten ist tiefrot und mit Blasen und Beulen übersät, doch durch den endlosen Juckreiz bilden sich unzählige Narben und die Augen, die kleinen, keinen Hoffnungsschimmer mehr zeigen, sind blutunterlaufen. Tja, am Ende des Tages ist das natürlich eine Aufgabe des Hofarztes. Und ich glaube, ich meine, es ist dann natürlich dann auch von Savoy nicht mehr so besonders weit weg, beziehungsweise Joffrey selber wird natürlich auch viel in Leiden sein in seiner Aufgabe als Regent. Er wird die Ärztin rufen und sie dann natürlich ihre Arbeit machen lassen. Aber wie würde er denn entscheiden? Ich habe eine Reihe von Beobachtungen in Bezug auf die französischen Pocken gemacht. Allem voran darüber, wie die Betroffenen von Narben und Ausschlägen übersät sind. Sowas hat sie noch nie zuvor gesehen. Ja, ich meine, da er faul ist, wird er von ihr erwarten, dass sie alles tut, was notwendig ist. Und
verzweifelte Maßnahmen erfordern. Das finde ich passt eigentlich mal ganz gut, dass faule Menschen von anderen eigentlich immer viel mehr fordern, als sie selber irgendwie bereit oder in der Lage sind zu geben. Und gleichzeitig wird er dann, ich glaube, das ist auch mehr oder weniger eine Selbstverständlichkeit. Wird sie die Aufgabe bekommen, Seuchen zu bändigen. Wir können auch den Hauptsitz isolieren und ja, in die Abgeschiedenheit gehen. Und ich denke auch, dass, wenn so eine Krankheit so nah ist, ist mehr oder weniger klar. Spät in der Nacht entfernen meine Familie und ich uns weit vom Gestank im Herzen meines Hauptsitzes, um dem Volk des Reichs fern zu bleiben, bis es an der rechten Zeit ist, sich wieder zu zeigen. Begegnungen mit der Außenwelt werden Einschränkungen unterliegen und mein Thron wird sich leer anfühlen. Doch wir sollten vor dem Tod und vor dem Verfall jenseits unserer bescheidenen Mauern sicher sein. Und gleichzeitig wird der Hauptsitz auch isoliert. Die von Vida vorgeschlagene Behandlungsweise zur Bekämpfung der Seuche haben nicht nur einen gewaltigen wirtschaftlichen Schaden angerichtet, sondern auch unzählige Menschenleben gekostet, oh mein Gott. Die durch die Krankheit bereits geschwächten Bauern sind am Aderlass und den Blutegeln zugrunde gegangen. Dieser Verlust an Menschenleben scheint nun dazu geführt zu haben, dass die Krankheit sich noch rascher ausbreitet, da sich das Miasma an den Leichen festsetzt und die Lungen der Gesunden verseucht. Sie kann gescholten werden. Sie kann in Ketten gelegt werden. Nee, sie wird dann von Joffrey einfach gescholten werden wahrscheinlich. Seuchenwiderstand minus 45. Eieieiei. Also Joffrey wird sie schelten. Es gibt doch hier eine nutzlose Volkszählung. Das Wissen des Hofarztes wurde immerhin erhöht und unser Hofantiquar ist jetzt aber krank geworden. Kein Platz mehr. Vulgärdeutsch zu lernen ist schwer, wirklich schwer. Ich habe das Gefühl, dass in meinem Kopf kein Platz mehr ist. Er ist einfach voll. Sobald ein Wort mehr in meinen Kopf kommt, fällt ein anderes in den Abgrund des Vergessens. Ich habe mit jeder Lektion zu kämpfen und mache überhaupt keine Fortschritte. Ich brauche eine Pause. Ja, faul wie er ist, wird er sich diese Pause gönnen. Ja, und auch wir werden uns diese Pause gönnen. Wir schauen nochmal auf die französischen Pocken, die jetzt hier Leiden komplett im Griff haben. Und wenn wir Leiden uns selbst nochmal anschauen. Seuchenwiderstand 11 ist wahrscheinlich nicht besonders hoch. Ansteckungsrate 37%. Wenn wir uns Leiden selbst anschauen. Gut, haben wir die ineffiziente Volkszählung. Der Hauptsitz ist isoliert. Entwicklungsabnahme plus 250%. Das ist natürlich sehr, sehr hart. Wir haben hier die französischen Pocken. Schwierig, schwierig. Eine schwierige Situation. Aber so wie sich unser junger Mikkel jetzt eine Pause gönnt von seiner Sprachschule, werden wir uns eine kurze Pause gönnen hier von unserem Projekt, aber nur wie gehabt bis zum kommenden Sonntag, 13 Uhr, geht es dann weiter mit dem jungen Mikkel, der hier ganz offensichtlich in einer schwierigen Lage ist. Ich glaube, er ist von nicht besonders guten, hilfreichen Menschen umgeben, die sich relativ wenig für sein Königreich hier einzusetzen scheinen und außerdem klopfen die französischen Pocken an die Tür.
Pock, Pock, Pock. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, in der nächsten Staffel. Wie gesagt, kommenden Sonntag, 13 Uhr. Also bis dahin, macht es gut. Euer Henri.